vor allen Dingen die Leute nicht raus können. Okay. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Ist das eine Höhle? Oder so wie so eine Art Mine? Sind die anderen Menschen, werden die genutzt, weil wegen Minenarbeiten oder was? Deswegen halt diese Manipulationskappe? Ich will das ziehen. Ziehen! Also, drück doch! Nein, er drückt nicht. Okay. Ist der nächste Rätsel wieder. Oh, okay, warte mal. Wie 19? 19 Sekunden? 19 Leute, die ich da hinbringen soll? Oh, aber jetzt leuchtet das Ding. Es ist ein Fahrstuhl, das habe ich gar nicht so als solchen erkannt. Was soll ich denn jetzt machen? Okay. Ich habe immer noch keine Ahnung, warum da die 19 stand, aber okay. Sie steht immer noch da. Heißt es jetzt, ich bin schon 19 Mal gestorben? Ich hoffe nicht. Das wäre jetzt sehr viel, finde ich. Oder muss ich... Irgendwas mit 19? Oder muss ich irgendwie 19 Leute befreien und mitnehmen? Kann ich euch mitnehmen? Kann ich euch schieben? Nee. Hä? Ich kann nichts machen. Verdammt! Okay, jetzt bin ich hier hochgefahren. Wir fahren einfach mal runter. Also wir haben hier drei, unten haben wir, unten links haben wir noch gesehen, gerade am Eingang haben wir noch einen. Und da, wo die 19 stand, da waren ja auch nochmal so ein, zwei Leutchens. Das heißt, wir fahren jetzt mal mit dem hier ganz runter. Ganz, ganz runter. Ja, der Fahrstuhl geht aber auch ganz schnell nicht hier runter. Aber dazu bräuchte ich ja so ein Gedankenhütchen. Oder? Das sind wirklich Minenarbeiter oder sowas. Das kann mir auch keiner erzählen. Das ist doch hier alles... Ja, okay, warte mal. Hier unten ist ja nochmal ganz wild. Ist ja nochmal ganz anders. Da brauche ich ja definitiv Leute. Ich kann doch niemals diesen riesen... dieses riesen Container-Dingens-Bummens kriege ich doch alleine niemals gezogen. Aber wo kriege ich jetzt so einen Gedankenhut? Ich nenne jetzt mal Gedankenhut. Oder habt ihr dafür vielleicht einen anderen Begriff? Als Gedanken. Also außer Gedankenhut. Okay, warte. Warum? Also hier ist eine Kurbel. Die wollte ich jetzt mal erstmal noch nicht. Bitte. Und hier geht's noch weiter runter. Warum? Also wirklich, warum? Was passiert, wenn ich die Kurbel betätige? Mit der Kurbel komme ich runter. Okay, das heißt, ich muss dann irgendwas hier runterbringen. Also ich muss... Okay, Alter, das ist jetzt aber... Also ich muss wahrscheinlich den Waggon da hinschieben und runterbringen. Für irgendwas anderes. Ich habe keine Ahnung für was. Weil ich dann hier unten... Aber die Schienen gehen doch nur bis da. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Oh Gott. Okay, hier stehen auf jeden Fall nochmal ein paar Peoples. Da ist mein Dauerwelten-Gedankenlesegerät. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich da hin? Kann ich hier hochklettern? Nein. Du warst so oft hoch, darauf kommt es auch nicht mehr an. Das ist richtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schafft das? Schafft das? Gerade so. Gerade so. Und wir müssen wieder runter. Durch. Durch, 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 durch. Nach oben. Okay. Jetzt sind wir hier. Ach, lass mich raten. Jetzt müssen wir... Okay. Aufgepasst. Wir machen jetzt ein bisschen Jump-and-Run-Action. Indem wir an das Seil springen. Schön Schwung holen. Jawoll. Und rüber. Und nächste Seil. Schön Sprung holen.
Jawohl. Da sind wir. Jetzt einfach hier rüber. Eieiei, gerade so. Und... okay, und ihr folgt mir jetzt einfach. Ist ja geil. Okay, das heißt jetzt, kriegt ihr mich hier hoch. Ihr würdet mich sogar da hochkriegen. Ist ja witzig. Aber hier fallen wir wahrscheinlich nur runter. Und zwar dick in die Tiefe. Das wollen wir nicht. Okay, wie kriege ich die Jungs jetzt dazu, mich so hoch zu werfen, dass ich an die Leiter komme? Wo ist denn der Große? Komm her, der Großer, Großer, Großer. Nein, der ganz Große. Ja, ja. So, Großer, komm her hier. Großer. Lol. So, jetzt ist die Frage, wie... kann ich das abnehmen? Ich würde den Dauerwellenhelm gerne abnehmen. Wie geht das? Freunde, ich will nicht, dass ihr so weit nach da lauft. Shit. Oh. Okay, die sind so clever und bleiben wirklich vor so einem Ding einfach stehen. Das ist natürlich... das ist... ja, das ist gut. So, kommt mal hier rüber, Freunde. Wunderbar. So, dann gehen wir nämlich direkt nach oben. Und jetzt könnten wir ja mal gucken, weil wir haben ja hier hinten noch den Waggon gehabt. Den großen. Und den können wir ja doch jetzt wahrscheinlich mit den Leuten ziehen, weil hier ist ja auch ein Seil. Den kann ich doch bestimmt mit den Leuten mich in den Waggon hieven lassen, um dann mit dem Seil nach oben zu kommen, oder nicht? Das wäre jetzt nur so eine Idee. Oder muss ich... muss ich hier hin? Weil da ist ja so eine Lücke. Oh no! Okay, also ich muss wahrscheinlich hier hin. Weil da so eine Lücke ist. Ist wirklich meine Vermutung. Und mit dem Seil, da könnte ich jetzt mal überlegen, können die mich hier hochschmeißen? Hoch! Hoch mit mir! Jawohl! Können sie! So, und jetzt kann ich doch hier rüber mich hier reinfallen lassen. Nein, 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 nein! Ich wäre fast runtergefallen! Mann! Also, manchmal ist aber auch komisch, was ich hier mache. So, jetzt bin ich hier. Kann ich klettern? Jawohl! Aber warum bin ich jetzt hier? Muss ich nicht zu dieser 19? So, jetzt bin ich wieder am Anfang. Oben war doch dieser wunderschöne Gefängniskäfig mit den paar Insassen. Den konnten wir doch nicht runterschubsen, beziehungsweise das Tor nicht aufmachen. So, mit der Manpower, die wir jetzt haben, sollten wir doch zumindest das Tor geöffnet bekommen. Oder zumindest runtergedrückt bekommen, damit die Jungs da rauskommen. Jetzt weiß ich gar nicht, war ich hier oben eigentlich schon mal ganz rechts? Also, ich gehe jetzt da eh nochmal hin. Ja, da war ja das mit der 19. Okay, okay, okay. Jetzt gehen wir nämlich in den mittleren Strang. Block, eine Etage weiter runter. Holen uns jetzt die Kollegen von diesem Gefängnis. Gehen nochmal ganz nach hinten zu dem Typen, der vor dem Tor steht. Öffnen da das Tor mit den Jungs. Und gehen dann gesammelt mit der ganzen Mannschaft. Gehen wir dann gesammelt wieder zurück, da wo die 19 steht. Damit wir dann wahrscheinlich 19 Leute da stehen haben. Auf irgendeiner Waage oder so. Oder auf irgendeinen Zähler. Acht. Wie acht?
8 fehlen mir jetzt noch, oder was? Jetzt ernsthaft? Aber wie zum Teufel soll ich denn bitte jetzt noch... ...noch 9 weitere finden? Ich habe doch gar keinen Weg mehr gehabt, oder habe ich noch einen Weg gehabt? Den ich... Hab ich irgendeinen Weg verplant? Habe ich irgendwelche Leute nicht eingesammelt? Also vielleicht haben wir ja hier noch Leute am Strand liegen lassen oder so. Wer weiß, wer weiß. Okay, die bleiben auf jeden Fall da. Ey, da oben sind noch welche. Warte mal. Sind zwar nicht 9 Leute, sind nur so 2, 3 oder so. Aber kann ich... Wie kann ich nicht? Kann ich hier hoch? Wie, ich kann mich da nicht festhalten? Ey, der kann doch da hochklettern. Wie kann er nicht? Könnt ihr hier runterkommen? Hallo? Wäre das eine Option? Na, wahrscheinlich nicht. Okay. Ist ja krass, was die alles können. So, hier sind noch ein paar Jungs. Halloi. Okay, warte mal. Ich muss die erstmal hier runterrollen lassen. Zu spät! Und ich bin runtergefallen! Nein! Okay. Nochmal von vorne, weil es so schön war. Das war gut. Das war sehr gut. So, das sind aber auch nur 4. Wo sind jetzt die restlichen? Pass auf. Oder müssen die mich... Komm mal her hier. Mich hier rüberwerfen. Bleiben denn da stehen, weil sie sind ja brav. Und ich kann hier noch 5 Leute aufheben. Hallo? Lol, ich kann den einfach ziehen? Kann ich den jetzt runterschmeißen? Okay. Okay. Haben wir gemacht. Okay, hier können wir aber... Es ist aber auch nur einer. Bei uns fehlt doch dann mindestens noch... 4. Wenn ich mich mir draufstelle, 3. Also hier müsste es ja dann noch welche geben. Die... ich noch nicht gefunden habe. Gibt es da noch Leichen, die ich mitnehmen könnte? Er ist zwar makaber, jetzt wie mit dem Ding, was ich oben gefunden hatte. Aber wer weiß? Also, vielleicht ist es ja wirklich wichtig. Weil hier waren jetzt keine. So, dann kann ich hier hochklettern und von da bin ich doch gekommen. Da ist doch mein U-Boot gewesen und sowas alles, oder nicht? Okay, nee, hier waren wir nicht. Okay, verstehe. Da oben sind noch welche. Das heißt doch jetzt für mich, dass ich doch jetzt hier das ziehen kann. Oh nee. Oh, warte mal. Das wird jetzt... Das könnte jetzt interessant werden. Weil wir müssen... Das da ziehen. Das da drauf. Schnell hier rauf. Hä? Den Block drunter schieben, wenn das Ding oben ist. Das ist geil, das ist eine gute Idee. Nein, das ist eine sehr gute Idee.
Weil dann ist der ja in einer höheren Position, dann kann ich das Ding wieder ziehen und dann bin ich ja quasi ein bisschen höher. Herr Junge, danke für den Tipp. Und das dürfte auch die Lösung sein. Jawohl! Sehr gut! Aber jetzt, da hätte ich jetzt noch eine Weile dran gegrübelt, bin ich ehrlich. Das hätte ich nicht so schnell ausprobiert. Bitte folgen Sie mir immer der hell leuchtenden Kappe hinterher. So, 7, 3, 2, 1. So, jetzt ist die Frage, wie schnell geht die Tür wieder zu? Gar nicht. Sehr gut. Warum ist jetzt mein Gedankenhelm weggegangen? Und die Dauerwelle, die einfach nicht mehr da ist. Nein! Was schießt auf? Ganz ehrlich, was schießt denn auf uns? Ist es definitiv nicht. Weil... Lol. Okay. Also es ist auf jeden Fall ein Timing-Ding. Aber das könnte jetzt zu knapp gewesen sein, das könnte zu kurz gewesen sein. Willst du jetzt ernsthaft? Oh, knappes Ding. Okay. Jetzt geht's los. Run, boy, run. Oder wie Herr Jünger vorhin schrieb, lauf, Forrest, lauf! Was können die jetzt hier machen? Was hat das? Was macht dieser Hebel? Also er stoppt die Maschine, okay. Wir stoppen jetzt die Maschine. Warum, weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das die richtige ist. Wie kann der mich denn hier immer noch treffen? Deswegen muss ich die Position dahin... Oh no! Versuchen, das Klettern zu timen, ohne ihn anzuhalten. Ja. Aber das schaffe ich niemals. Ich weiß. Ja, Herr Junge, du hast recht. Es so zu timen. Dass ich hier ranspringe. Wie war denn? Nee, das war blöd getimed. So, jetzt aber. Ich weiß, was du meinst, ja. Und das wird auch der Trick sein. Und zwar gar nicht anhalten, sondern das Ding weiterlaufen lassen und das versuchen so hinzukriegen. Ah, schade. Ich dachte, dass der dann gleich resettet.
es so hinzukriegen, wenn der da so lang boostet. Das war nix. Okay, okay, okay. Kommt es immer, wenn das Ding unten ist? Okay, es kommt immer, wenn es unten ist. Okay, warte mal, dann lass uns mal gucken, ob wir das Time bekommen. Wir müssen es ja haben, wenn er quasi hier ist. So, das heißt, er dürfte jetzt, wenn ich ranspringe gleich, und zwar jetzt, dürfte ich geschützt sein. Genau. Jetzt bin ich nämlich hier. Jetzt muss ich wieder warten, bis er hier oben ist. Jetzt kann ich nämlich mit ihm mitlaufen. Nein, ich bin zu weit gesprungen. Aber das ist... das. Ja, das ist jetzt eine Timing-Sache. Das ist aber der richtige Weg. Das ist der richtige Weg. Das war knapp. Okay, haben wir aber hinbekommen. Oh Mann, Alter, das war... Nee, warte mal. Das Ding zündet schnell. Und nicht erst 5 Minuten später. Okay, das heißt, wir ziehen den Stift in hier hinter, warten den nächsten Boost ab. Und stellen uns jetzt hier drauf. Und. Das war ja mal. Okay, machen wir instinktiv das Richtige? Also ich hoffe. Es ist so schön. Ich muss darauf achten, dass, wenn der Boost hier kommt, ich erstmal noch hier stehe. Und erst jetzt kann ich weiter. Okay. Das Spiel ist aber... Okay, okay. Ich verstehe das Spiel. Ich verstehe. Also müssen wir ein Stück weiter raus. Also, ne? So zur Hälfte quasi drauf und die andere Hälfte halt nicht. Weiß ich so. Jetzt hat sie mich hingehauen. Alter. Ach, jetzt komme ich nicht weiter. Und wie jetzt? Das war dumm. Das war richtig dumm. Jetzt muss ich mich das auch wieder so ein bisschen timen, wie der Arm sich bewegt. Okay. Das war jetzt nicht clever. Geht das jetzt? Jawohl. Nice. Bei solchen Spielen, gerade wenn du eben halt manchmal nicht so weiterkommst, kommt ja irgendwann der Frustfaktor. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, schade. Das macht das Spiel irgendwie ganz gut. Also, so dass du halt nicht den Frustfaktor kriegst, sondern dass du doch sagst, so, okay, komm, das kriegen wir jetzt hin. Also, ne? Das ist jetzt nicht so, dass ich sage so, ey,
ich höre jetzt auf, hab keinen Bock mehr, sondern irgendwie will man hier schon weiter. Und es ist ja auch nicht so schwer, dass man sagt, geht ja gar nicht. Ne? Also ist schon, ist ja alles machbar. Ist ja auch eigentlich gar nicht so schwer. Aber dennoch hat irgendwie einen Charme. Mit diesem... Jawohl, jetzt haben wir das Timing technisch abgedrückt. Also hat wirklich, würde ich sagen, einen nice Charme. Und Frustrationsebene bleibt eigentlich ziemlich niedrig, muss ich wirklich sagen. Und die geht bei mir ganz schnell nach oben. Also ich kann so eine Spiele nicht spielen wie... Oder... Ja, ich sag mal jetzt nicht nie, weil nie ist, also, ne, man weiß ja nie, was passiert. Aber Spiele wie Alt F4 oder Getting Over It oder Jump King, das sind alle Spiele, die... Ich glaube, das geht nicht gut. Bei mir mit meiner Geduld. Aber das Game hier an sich, nice. Wirklich schön gemacht. Erstmal hier wieder Knöpfchen drücken. Bin echt gespannt, was. Wo kommen wir nachher hin, wenn wir das Game durch haben? Also, weil. Wir sind jetzt gestartet im Wald. Wir sind über irgendeine Barrikade rüber. Haben einen LKW gesehen mit Leuten, die einfach. What? Entführt wurden. Und. Nicht mehr bei Bewusstsein sind und wir rauchen hier gerade mit dem Fahrstuhl richtig ab. Können wir hier raus? Hallo? Jetzt sag mir, nein. Jetzt sag mir nicht, ich kann hier. Ja, nun komm. Oh, okay. Ich dachte gerade schon, ich ertrinke. Währenddessen ich gerade erzähle, welche Steps wir eigentlich alle durchgemacht haben. Dann sind wir an so einer Scheune angekommen, wo wir, ja, Schweine und Küken gefunden hatten. Und sind denn in so ein fabrikanderes Gebäude rein, wo wir dann die anderen Leute gesehen haben, die quasi keine, nicht mehr sie selbst waren? Ich sag ja dazu, das sind Zombies, ne? Damit ich ein gutes Gewissen habe, dass ich da vorhin diesen Käfig da habe runterfallen lassen. Aber es ist schon strange. Und wir laufen ja jetzt hier durch die andere Fabrik. Das habe ich mir gedacht. Ich bin echt gespannt, wo wir am Ende landen. Okay, also das wird jetzt tricky. Wir müssen quasi es so timen, dass wir springen, schwingen und gleich rüber. Also springen... Daraufhin werde ich mir jetzt erstmal nochmal ein Schlückchen gönnen. So, zack. Und diesmal und direkt rüber. Jawoll. So lobe ich mir das. So will ich das sehen. Ab ins Tarzan-Bootcamp. So sieht's aus. So. Tauchen? Können wir unten was machen? Oh, 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 ich weiß nicht, ob das so... Kommen wir da hin? Ja, okay. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass er jetzt uns da wieder die Luft ausgeht. Also ohne es vorher gesehen zu haben, ist meine Theorie, wir müssen den ziehen, weil der braucht am längsten. Wir müssen den ziehen. Der hat... Damit ist die Theorie schon wieder hinfällig. Gut, anders gesagt, wir müssen den ziehen. Warten hier kurz. Ziehen währenddessen den. Damit wir hier rüberkommen. Hä, warum muss ich denn... Warum gibt es denn da ein Podest? Weil im Prinzip muss ich das doch nur timen, dass beide zeitgleich quasi oben sind, oder nicht? Geht das nicht so?
dass ich zuerst... Warte mal, wir machen es nochmal. Wir ziehen zuerst den. Warten kurz. Ziehen jetzt den. Okay. Das war zu lang gewartet. Oder kann ich hier direkt rauf? Hallo. Da ist so ein Unterwasser-Gremlin. Warum? Also, hallo? Ja, das ist unheimlich. Gut, pass auf. Und zwar müssen wir, jetzt geht's wieder timing-technisch los. Wir müssen uns quasi hier so hoch katapultieren, wo wir gerade sind. Müssen aber den anderen Stift ziehen und wenn der oben ist, quasi hier das Testchen mitnehmen. So, jetzt müssen wir mal wieder gucken, wie war das jetzt nochmal timing-technisch. Ja, das war doch richtig dann. Warte mal, der braucht länger. Das heißt, wir müssen den zuerst ziehen. Dann den ziehen. Nope. Wir müssen zuerst den ziehen. Dann den ziehen. Dann den hier wieder zurück. Uns hochboosten lassen. Knöpfchen drücken noch nicht. Jetzt Knöpfchen drücken. Sehr gut. Und jetzt wieder hier zurück. Komme ich? Okay, ist auch kein Problem. Wir ziehen einfach hier wieder das Stäbchen. Springen nach links rüber. Halten uns fest, sehr gut. Ziehen jetzt hier wieder das Stäbchen. Damit wir uns dann wahrscheinlich nach rechts rüber hangeln. So sieht's aus. Und jetzt kommen wir weiter. Nee. Auf gar keinen Fall gehe ich runter in das Wasser, wo dieses Gremlin-Dingens-Bummens rumdümpelt. Aber ich muss. Warum? Warum? Ach, Mann. Es verfolgt mich doch jetzt gleich bestimmt wieder, oder? Kann ich Luft holen? Okay, ich kann keine Luft holen. Wir gehen erstmal wieder zurück, um uns kurz Luft zu holen. Bin ich noch über Wasser? Ich bin anscheinend noch über Wasser. Okay, dann tauchen wir jetzt hier runter. Meine Güte! Warum? Also einfach, warum? Das ist die Frage, wenn ich jetzt ganz unten wäre, schaffe ich es? Ne, warte, ich muss ein bisschen nach oben. Ich muss ein bisschen nach oben. Ja, okay. Yeah. Und zuvor. Und nach links. Und nochmal. Nee, das war falsch. Da war der Rhythmus. Da bin ich aus dem Takt gekommen. Das war auch nicht gut. Nochmal. Na, das war auch nicht so gut. Es war gerade eben vorhin, hatte ich den besten Drall. Ah ja. Wir müssen wahrscheinlich wieder hier hin, weil uns jetzt das Mädel wieder düdelt. Hallo. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich möchte nicht angefasst werden. Danke. So. Okay, jetzt sind wir hier oben. Jetzt ist die Frage, sind wir hier richtig? Ja. Also wir sind richtig wahrscheinlich für einen 10-Meter-Sprung. Geronimo! Was macht sie? Da ist das Mädchen. Nicht, dass ich vor ihr Angst hätte. Nur so ein bisschen. Du kannst rechts unten durchschwimmen. Ernsthaft? Okay. Geronimo!
Ich habe die Tür nicht gesehen. Beeil dich! Alter, das war aber so knapp. Die war ja richtig an meinem Ass. Na, diesmal dürfte das ausgehen. Alter, ist die schnell! Junge, das ist ja ist halt eine Kampfschwimmerin? Oder eine Wettbewerbsschwimmerin? Ist ja... Ist ja mal gar nicht so einfach. Warum habe ich diesen Knopf gedrückt und warum fährt jetzt dieser Haken zurück? Wir locken sie an und versuchen sie weiter wegzulocken, indem wir sie halt anlocken mit meinen Füßen. Komm mal her. Ja. In der Hoffnung, dass sie jetzt da bleibt, damit habe ich sie weiter weggelockt. Damit ich genug Zeit habe, um nach hier zu springen, runterzutauchen, den Knopf zu drücken, durch das Tor durch, sodass ich, also ich hoffe, dass, wenn ich den Knopf drücke, sich das Tor schließt und wir aber währenddessen schon runtertauchen und sie aber dann dafür nicht mehr durchkommt. Obwohl sie halt eine, weiß ich nicht, eine Kampfschwimmerin seinesgleichen sucht. War gar nicht so gut, gar nicht so schlecht. Also, ja. Wie ich mich selber feier, dass ich den Schwachsinn geschafft habe, den Trick dahinter verstanden habe und völlig verraffe, nach oben zu schwimmen. So, wir drücken jetzt wieder den Knopf. Sind mega stolz, dass wir den Knopf gedrückt haben. Schwimmen hier hoch, schwimmen hier direkt nach oben, damit wir Luft kriegen. Und jetzt können wir uns feiern. Genau so machen wir es. So, und weil ich es noch nicht erwähnt habe in unserem YouTube-Video, falls ihr mal mit dabei sein wollt bei solchen geilen, kurzen, knappen Games, wobei so kurz ist das Game gar nicht, aber wenn ihr dabei sein wollt und miträtseln wollt und fleißig im Chat mit aktiv sein wollt, schaut einfach mal gerne unten in die Beschreibung rein. Da verlinken wir euch unseren kleinen Twitch-Kanal, weil demnächst, beziehungsweise in diesem Monat August, sind sehr viele Spiele erschienen. Und zusätzlich noch rausgekommen, seit dem 2. August ist, glaube ich, The Mortuary Assistant. Beides haben wir als Demo schon mal gespielt auf unserem Kanal, könnt ihr euch gerne anschauen. Und beides werden wir definitiv auch spielen und voraussichtlich auch Livestream. Madison definitiv bei The Mortuary Assistant. Müssen wir noch schauen, ob wir das auch streamen. Aber das kommt jetzt alles demnächst noch auf uns zu. So, jetzt haben wir aber wirklich genug Werbung gemacht hier für den Moment. Wie kommen wir jetzt hier weiter? So. Oh, völlig planlos. Wir müssen hier wieder irgendwas anscheinend aktivieren, weil da ist so ein rotes Lämmchen. Und bei einem roten Lämmchen haben wir doch meistens so ein Ding, was wir ranklicken müssen, oder nicht? Oder müssen wir jetzt hier einfach... Ach, wir müssen hier einfach nur drücken. Ey, nee. Wir haben die doch gerade erst hinter uns gelassen. Warum ist die denn jetzt schon wieder da? Och, Mann. Ey, dieses Wassergremlin-Ding ist... Weiß ich nicht. Jetzt müssen wir hier wieder runter? Wieder ins Wasser? Knöpfchen drücken. Oh. Hä? Knöpfchen drücken? Wieder nach oben schwimmen? Rausgehen? Pass auf, wir probieren mal jetzt was aus. Ich probiere jetzt mal aus, nach unten zu schwimmen, also hier runter zu schwimmen. Um zu gucken, ob ich an die andere Seite rumkomme. Also ob ich jetzt hier runterkomme. Hier irgendwie rum. Weil irgendwo muss sie ja auch durchgekommen sein. Dann hier wieder hoch. Nein! Die Idee war nicht verkehrt, weil oben...
Und dann da weiter. Okay. Kriegen wir hin. Und dann ist sie nämlich noch weiter weg. Damit ich jetzt hier raus kann, damit sie ganz weit weg ist. Jetzt hier den Stift ziehen. Damit wir hier raus können. Ich hoffe nicht, dass die jetzt noch einen anderen Weg hierher findet. Lol, wie weit ich zurück muss. Für die Aktion. Wobei, waren wir hier überhaupt schon? Tarzan! Jo! Und es war nichts. Da denkt man, oh ja, mit einem Schwung macht man's. Nope. Nix. Wir müssen da wirklich einmal zumindest hin und her wimpeln. So, wieder zurück. Wieder nach vorne. Und gib ihm. Geronimo! Müssen wir jetzt das Ganze alles nochmal neu machen? Hä, das ist jetzt aber... Das wäre jetzt aber dumm. Weil wenn ich jetzt da nochmal durchhüpfe, dann ist sie doch wieder geil auf mich. Warte mal, vielleicht kann ich das ja abkürzen, indem ich dann sage, okay, ich mache das ein bisschen tricky und spring hier raus. Aber jetzt ist sie genau wieder da, wo sie vorher auch war. Kann ich, wenn ich jetzt hier runter schwimme und nochmal das Knöpfchen drücke? So. Besten Dank an Herrn Junger wieder mal. Nicer Tipp. War doch Herr Junger, oder? Genau so. Dankeschön. Dankeschön. Genau so. Ja. Perfekt. Also. Ich sag ja. Mit dem Chat macht das auf jeden Fall Spaß. Oh Gott. Halt dich doch fest. Oh Gott. Wo kommt sie denn jetzt schon wieder her? Ich hab doch die... ist doch alles... Ich hab doch alles zu. Warte mal. Leute, ich kann kämpfen? Ja, jetzt bin ich aber gleich tot. So oder so. Also, ich ertrinke ja. Aber ich dachte... Was macht... Was passiert hier? Warum... Nichts machen? Hä? Ist es vom Spiel so gewollt? Bin ich jetzt doch noch nicht tot? Und der Wassergremlin ist weg und hat mir irgendwas angestöpselt. Sind wir jetzt ein Köder?